Hey YouTube, kein Part 2, mein Name, wir sind wieder zurück mit Elden Ring. Letzte Folge haben wir Morgott, der einen Omenkönig gelegt, und diesmal werden wir endlich aus der Hauptstadt rauskommen. Hoffe ich mal zumindest. Ich glaube, das war das einzige Stückchen, was uns noch gefehlt hat, um aus der Hauptstadt rauszukommen, um die nächste große Fläche der Map freizuschalten. Dann gucken wir mal. Melina hat uns geleitet. Melina hat leider im Kampf mit uns gemeinsam versagt. Aber ich glaube, mein Mimik hat das ganz gut geregelt mit mir zusammen. Das ging ganz easy. Kaffee hat doch gemeint, man hätte einfach den Azurkomet direkt von Anfang an draufballern können. Aber ja, ich dachte, man muss erst abwarten, bis Phase 2 am Starten ist. Aber gut. So, die Gegner werden wir hier einfach mal kurzerhand ignorieren. Und einfach dorthin laufen, wo wir letztes Mal nicht weitergekommen sind. Ich hoffe, das wird genauso easy peasy ablaufen wie letztes Mal. Dass wir einfach durchrennen können. Der Aufzug müsste, glaube ich, schon unten sein, hoffe ich mal. So hast du wenigstens deine Fähigkeiten gesehen. Der Boy ist schon ein Styler. Ja, stimmt auch wieder. Muss alles positiv sehen. Hi. Wow. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist ja mies. Autsch. Der macht mich hier noch fertig. So. Was ein Säckel. Mein Zauber hat nicht getroffen, weil der Aufzug noch umgegangen ist und der Zauber halt in der Luft geschwebt hat und der Aufzug den dann einfach blockiert hat. Also während der Aufzug nach oben fährt, sollte man vielleicht lieber nicht zaubern. Das war jetzt echt nicht so angenehm. Oh, hi. Hier zum Beispiel, guck. Mach einfach den da. Batsch. Dann ist er schon fast down. Kann ich kurz zum Schwert... Rechts war ja auch nochmal einer. Mach den hier. So. Zack. Zack, down. Was ich auch machen kann, ist das hier. Dann wechseln. Jo. Das läuft doch ganz gut. Sind hier noch Gegner an den Seiten? Da hockt einer. Wow! Okay, got him. Kann ich hier reiten? Nee, kann ich natürlich nicht. Nehmen. Okay. Ich habe das Gefühl, hier waren wir schon mal, gell? Waren wir schon mal? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Haut jetzt ab. Echt ab. Oh, what? Das ist neu. Egal. What the fuck? Was war das denn? Dunkelschmiedestein 6. Ja, gerne. Geil. Das war cool. Das habe ich gemocht. Ich habe vergessen, weil ich jetzt angefangen habe aufzunehmen. Na egal, wird schon passen irgendwie. Was steht denn hier alles? Kontrollpunkt voraus. Soll ich hochfahren? Irgendwie habe ich ein bisschen Angst. Komm, wir fahren hoch. Runter? Was? Runter? Oh oh.
Wie tief? Und wie tief das geht? Wo zum Henker sind wir? Ah, okay. Sie haben nicht gelogen. Verbotenen Lande. Wenn Bug Ghost Super Saiyan. Ja, absolut. Das war echt nice. Okay, noch eine weitere Stufe aufsteigen können wir noch nicht. Oder vielleicht doch? Ja, Goldene Rune 11. Ich weiß nicht, ob die genug gibt. Wir behalten die mal lieber. Was geht denn hier eigentlich ab? Aber wir können reiten. Da müssen wir hin. Dann lass mal da eine Markierung setzen. Warum habe ich eigentlich so viele Markierungen auf der Karte? Kann ich die nicht irgendwie alle auf einmal wegmachen? Ist egal, ist die Markierung 5. So. Hier sind irgendwie Leute gestorben. Markierung 4. Markierung 5 ist auf der Seite. Also da lang, let's go. Ich kann nicht auf die Map gehen, weil hinter mir bestimmt irgendeiner lauert. Nee. Feuer fällt mit Kordel. So. Ja, wir müssen den Weg trotzdem lang gehen. Dann gehen wir mal den Weg lang. Noch sind wir auf dem Weg. Ja, passt alles. Upsi. Hier oben drauf? Nee. Was ist eigentlich für roter Schimmer hier? Ich glaube, es gibt nur diesen einen Weg, wie es aussieht. Sind wir noch richtig? Kann die. Oh, guck mal. Was haben wir denn da? Ich wollte euch anvisieren. Das ist nochmal ein Käfer. Was hast du Schönes für uns? Er lädt unsere Health Potions auf. Oh, was haben wir denn hier? Ist doch schön. Goldene Saat. Wir brauchen noch eine weitere goldene Saat, um unsere Flaschen aufzuwerten. Überall Käfer. Krass. Sind wir noch richtig? Wow. Was für ein Ding? Verehrer der schwarzen Klingen? Das hört sich nicht gut an. Bist du das? Das ist der, gell? Ich glaube ja. Wow. Ich glaube, das klappt. What the hell? Das hier ist so ein richtiges Nichtgebiet. Viel mehr als durchschreiten geht auch nicht. Sollen wir den kloppen? Ich glaube, das klappt. Ja, ja. Hat richtig gut funktioniert. I see, I see. Ich glaube, ich muss den aber kloppen, gell? So, das würde ich gerne noch mitnehmen. Okay, lass mal sehen. Also wir nehmen einfach das hier mal kurz. Ja, das ist halt blöd, dass da noch ein anderer auf uns wartet. Der hat unser Schild. Der hat uns mit einmal gehauen und unser Schild war weg und direkt waren wir auch tot. Uiuiui. Gar nicht gut. Wilde Partygargoyles, mit denen ist nicht zu spaßen, ich hab's gemerkt. Schön wäre es halt, wenn. Ah, wir können Mimik starten. Ja, warte mal. Ah, jetzt habe ich verpasst. Wir können hier ein Mimik starten, es geht.
Tatsache. Ich will erstmal hier gucken, was ich da verpasst habe. Meine Gnaden. So, hier kann ich kein Mimik starten. Das geht nur hier. Ich habe nur das dumpfe Gefühl, sobald ich Mimik starte, wird er sich gleich auch nicht stürzen. Nee, hat gepasst. Sehr gut. So. Gut. Bei mir muss ich kurz ablenken. Sehr gut, macht er. Einmal den hier. Und jetzt hoffentlich treffe ich mal. Das ist das Problem. Okay, got him. Woo! Gegner zufall gebracht. Let's go! Boah, das hat 60.000 gegeben. Gargoyle Doppelschwarzlinge. Ja, nehmen wir mit. Und Gargoyle Schwarzaxt. Haben wir, glaube ich, sogar eine schon, gell? GG's! Ich hasse die Gargoyles. Ah, ich versteh's. Ich versteh's. Mach so wie der Typ in der Hauptstadt, der sieht dich nicht, du machst da Zuckerbeet. Ja, das war geil, das war echt geil. Aber es hat doch funktioniert, zum Glück, mit unserem Mimik. Weil ich habe das Gefühl, er sieht uns, sobald wir in die Gegend hier kommen. Aber es hat ja gut geklappt gehabt. Wen haben wir denn da? Ich glaube, wir sollten mit ihr reden. Oh, wir sollten auch aufleveln, stimmt. Sollten wir mehr in Kraft investieren? Wegen mehr HP? Ich glaube schon, gell? Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen HP. Könnten Weisheit auch noch auf 70 hochpushen, aber das machen wir, glaube ich, erst später. Machen erstmal ein bisschen Kraft hoch. Yes. Für mehr HP. So, hallo. You. Please. I can read them. Your fingers. Please, your fingers. Ja, okay. Okay. Ahead lies the land of the giant's flame. And the way forth is forbidden. Hear me. The burning of the Erd tree is the first cardinal sin. Doing so will unbind destined death and slay the world itself. Ich glaub Melina mehr als dir. Who would dare put you up to such a task? Most certainly not the fingers. Hä? Doch, meine Finger machen das ja an dem Controller. Die sagen, was abgeht. Muss ich nochmal mit dir reden oder können wir einfach weiter? Was sagt sie noch? Nee, haben dir schon die Finger gezeigt. Okay. Junge, ich bin so gespannt auf den eben kurz von der Oma angeteaserten Boss. Bitte was? Großer Aufzug von Rold. Kommt jetzt nochmal ein fetter Boss? Oh Gott. Wertvolles Objekt voraus. Hä, ich sehe nur Tod gerade momentan. Das soll doch ein Aufzug sein, oder? Ich glaube, wenn ich runterspringe, bin ich tot. Oder? Mit der Jungen heben? Hä? Was ist denn jetzt passiert? Okay, Cutscene. Hallo, Selina. Du kennst dich von TikTok. Schön, dass du hier bist. Oh oh. Oh-oh. Boah, wir kommen ja heute beim Stream von einem Boss zum nächsten. Wenn jetzt wirklich schon der nächste Boss kommen soll. Hä, hey, waren wir hier nicht mal oben? Das kommt mir irgendwie bekannt vor.
Ich habe ja schon keinen Bock. oh Gott. Das wird bestimmt spannend. Medaillon heben. Das heißt, ich könnte auch wieder runterfahren, wenn ich möchte. Sind wir jetzt noch richtig? Ja, wir sind richtig. Perfekt. Hier gibt es auch schon die Map. Yes. Der Gipfel der Riesen Westen. Wir haben noch ein bisschen was zum Freischalten hier, glaube ich. Das ist eine schöne große Map. Hier links und rechts. Hier gibt es noch irgendwas. Ja, wo müssen wir jetzt hin? Ich schätze mal, wir müssen einfach nur den Weg entlang erstmal. Da ist auf jeden Fall noch eine Gnade. Raureif. Rova. So, berühren. Haben wir Gnade berührt. Und ich glaube tatsächlich... Oh, warte mal, lass mal erstmal mit dem noch reden. Finally, we meet the tarnished. Wo ist dein Gesicht? Who would be Lord? Oh my. Why the long face? I fear that you were previously acquainted with this vessel. Well, that is most unfortunate. Wer ist tot? For he is dead. As for his flesh. Mein der Morgoth? Gehen wir später nochmal? You can make your peace with that. Eine Schlüssel mit? Ja. Gut. Okay, sagt er noch irgendwas anderes? Sacrifice something precious. The life of a fair maiden. That you would toss into the fiery forge. Only so that you may be Lord. What a horrible thing to ponder. Your ascendancy requires her sacrifice. Whether she wishes it or not. But how would the Lord crown so be looked upon? Was labert der? Ist er irgendwie noch wichtig oder so? Ich hab keine Ahnung. Scheint mir irgendwie nach einer unwichtigen Nebenrolle. Na gut, wir werden uns hier in der Knalle ausrüsten und ich sag mal, dann bis morgen. Bis zur nächsten Folge. Dankeschön fürs Zuschauen. Gerne ein Abo da lassen, wenn euch das Ganze gefallen hat. Die Glocke aktivieren, wenn ihr das Ganze live sehen wollt. Dann schaut bei Twitch vorbei. Kein Part 2 ist dort auch. Und damit bis morgen dann. Dankeschön fürs Zuschauen. Bye bye.